Herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen mal eine Neuentwicklung von uns vorstellen. Wir arbeiten nämlich permanent daran, Ihnen natürlich das Arbeiten mit unseren Maschinen einfacher und sicherer zu gestalten. Das Problem, welches wir erkannt haben, war, dass wir die Bohrmaschinentische, insbesondere die Nuten und Küchenmischstoffrinnen, sehr schwer von Spänen befreien konnten. Es gibt natürlich verschiedene Lösungen. Man kann Druckluft benutzen, das ist aber extrem gefährlich und auch verboten. Also man sollte niemals Druckluft verwenden. Man kann das mit einem Spänepinsel machen, das geht, das ist in Ordnung, ist erlaubt, ist aber sehr mühsam. Klar, es gibt noch Magnete, Spänemagnete, hier hat man aber wieder das Problem, dass zum Beispiel Edelstahlspäne oder Kupferspäne nicht magnetisch sind. Es gibt noch einen Spänesauger, aber viele Unternehmen haben nun mal keinen extra Spänesauger. Und daher möchten wir Ihnen heute eine einfache Version vorstellen. Zu Beginn werde ich jetzt einfach mal hier die Realität nachstellen. Also wir bohren hier jetzt einige Bohrungen wirklich, damit wir hier viele Späne haben, dass sich viele Späne wie in der Realität auch in den Küchenschmierstoffritzen und auch in den Tiernuten befinden. Und anschließend zeige ich Ihnen, wie man dann den Bohrmaschinentisch einfacher reinigen kann. Im Gegensatz zu dem normalen Bohrmaschinentisch haben wir jetzt bei der Neuentwicklung hier Einfräsung, also wirklich Langlöcher. Auf dieser Seite haben wir die auch. Und diese sind dafür da, dass wir gleich die Späne, die sich hier gerade im und auf dem Bohrmaschinentisch befinden, ganz einfach in die darunter befindliche Spänewanne befördern können. Die befindet sich hier, das zeige ich gleich nochmal genau. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal direkt die Vorteile dieses Systems. Denn wenn ich jetzt meinen Schraubstock hier bewege, dann schiebe ich nämlich automatisch schon die Späne durch das Langloch in die Spänewanne. Und wir haben hier schon mal die Auflagefläche grob sauber. Wir können jetzt natürlich mit einem handelsüblichen Spänepinsel ganz einfach kurz nachreinigen, indem wir die Späne einfach nur kurz nachschieben. Wir haben also nicht mehr das Problem, dass wir die Späne hier über die Kante befördern müssen. Ja, kommen wir zu der Spänewanne an sich. Die Spänewanne besitzt grundsätzlich mehrere Stellungen für mehrere Funktionen. Um sie erstmal auszuhaken, muss man sie einmal anheben. Und für die erste Stellung kann man sie dann vorziehen. Hier haben wir jetzt hier einen Spalt. Und der ist dafür da, wenn wir hier jetzt wirklich ganz große Späne haben, die noch nicht mal in die T-Nuten passen oder ähnliches, dann können wir sie hier einfach runterfegen und in die Spänewanne fegen. Anschließend können wir diese wieder schließen. Die nächste Stellung wäre hier bis nach vorne wieder ziehen, jetzt einmal anheben, die vorderen aushaken und so weit vorziehen, bis die hinteren wieder einhaken. Und jetzt können wir die Spänewanne einmal abklappen. Das ist praktisch, denn nun können wir die Spänewanne ganz einfach ausfegen. Kommen wir zu der letzten Stellung. Das ist letztendlich die, indem wir einmal anheben und die Spänewanne hier komplett aushaken. Und nun können wir die Späne oder die ganze Spänewanne mitnehmen und einmal zum Spänecontainer einmal auskippen. Das war es nun erstmal mit der Vorstellung dieser Neuentwicklung. Ich möchte nun Sie bitten, teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Nutzen Sie da unten die Kommentarfunktion, denn nur mit Ihrem Feedback und mit Ihnen zusammen können wir unsere Produkte weiterentwickeln. Denn unser Ziel ist es natürlich, unsere Produkte dahingehend weiterzuentwickeln, dass Sie einfacher und sicherer mit unseren Maschinen arbeiten können. Deswegen teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Arbeiten Sie sicher. Ihr Felix Röbel-Kemper.